Leute zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einem weiteren Total War Rome 2 Online Battle von mir, diesmal mit Colchis gegen die Athena. Und die Armee, die ich mir heute gedacht habe, kennt man eigentlich schon, wenn man genauer hinschaut, aus anderen Schlachten. Ich habe es vielleicht noch nicht mit Colchis gespielt, aber sehr oft mit den Chimären. Denn genau dieses Grundprinzip habe ich einfach wieder verfolgt, indem ich eine 6er Linie mit dabei habe. Zwei Flankeneinheiten, zwei Nahkampfkavalleristen, vier berittene Bogenschützen und sechs Bogenschützen. So genau so funktioniert eigentlich auch die Armee der Chimera. Nur diesmal liegt der Fokus bei Colchis mehr auf der Infanterie. Deswegen habe ich ganze sage und schreibe sechsmal kolchische Adlige mit dabei, die zu den günstigen Elite-Hopliten zählen, würde ich schon fast sagen. Vorteil von denen ist nämlich, dass sie Ansturm abwehren haben. Sie haben die Fähigkeit ermutigen. Sie haben dann noch den Elite-Speer von den Hopliten, der einen höheren rüstungsbrechenden Schaden hat, den wir uns mal hier anschauen können. Da sehen wir es jetzt. Der ist ziemlich hoch. Also normalerweise haben Hopliten nur, ich glaube, rüstungsbrechenden Schaden 4. Guck mal nach. Das sehen wir hier gerade. Ne, 6. Aber 8 ist schon ein deutlicher Unterschied zu 6 und macht eine Menge aus. Ich habe dann noch ganze 6 mal östliche Bogenschützen mit dabei. Auf meiner linken Flanke als General mit dabei. Einmal Split-Kavallerie und einmal östliche Speere, also Speerkämpfer auf Level 4. Und dann noch zwei berittene Bogenschützen. Genau dasselbe habe ich auch auf meiner rechten Flanke. Wie war der Plan? Berittene Bogenschützen vorschicken, um Kavallerie zu nerven. Dann Infanterie hinterher schicken. Nahkampf gewinnen, mit Fernkampf unterstützen und andere wichtige Schlüsseleinheiten ausschalten. Dann der Flanke nur so lange durchhalten, dass eigentlich meine Linie den Kampf gewinnt. Denn ich habe so gute Oblig mit dabei. Ich ging davon aus, dass die Linie den Kampf locker gewinnen wird. Gucken wir uns mal an, was denn der Athena mit dabei hat. Da sehen wir massig Kavallerie. Insgesamt einmal tarantinische Kavallerie, zweimal Lanzenpeißen, davon einmal der General, dreimal Bürgerkavallerie, wirklich ordentlich viel, dreimal rhodische Säulenersteinschilderer, ein viertes Mal ist noch ein Trupp dabei, aber nicht als Steinschilderer, sondern als gewöhnlicher Bogenschützentrupp. Dann haben wir Pikeniere, insgesamt eins, zwei, dreimal Toreos-Speere und einmal Hopliten und nochmal Toreos-Speere, also viermal Toreos-Speere insgesamt. Eine sehr speerlastige Armee, das heißt also, der Nahkampf wird lang dauern. Auch wenn ich davon fest überzeugt war, dass meine Infanterie den Kampf locker gewinnen wird, war mir klar, der wird lange dauern. Da habe ich mir keine Gedanken mehr drüber gemacht, das war dann eigentlich schon standfest. Und da konnte ich machen, was ich wollte, das war dann so, da musste ich hinhalten halt einfach und konnte ich nicht mehr machen. Aber gut, ich schicke die britischen Bogenschützen zuerst los und das überspringen wir mal ein bisschen, denn das dauert immer ewig. Und wir sehen, er versucht zu kontern, geht mit Bogenschützen raus und mit Steinschüttern auch. Und ich gehe einfach drumherum, versuche ein bisschen zu plänkeln, wieder reinzugehen, zu schießen und abzuhauen. So geht es die ganze Zeit über. Meine Infanterie geht langsam, schritt das jetzt auch vorwärts. Da ich das alle die Fähigkeit ermutigen haben, ist es wirklich, schon ziemlich krass. Die helfen sich ja auch gegenseitig an den Nahkampf hier mit der Moral, was echt krass ist für die Linie. Die britischen Bogenschützen machen hier weiter ihr Unheil. Und wir sehen, Kills haben die jetzt nicht viel gemacht. Das hat sich jetzt hier der Gegner als hartnäckig herausgestellt. Und da ich nur sehr leichte berittene Bogenschützen hatte, dachte ich mir, okay, gut, da muss ich jetzt nicht auf Biegen und Brechen versuchen, wirklich alles zu schaffen und zu knacken hier. Das ist nicht nötig. Hat jetzt gedacht, okay, gut, lass mir das halt einfach sein. Naja, ein bisschen Kills machen konnte ich immer noch, so gelegentlich, aber wirklich was dabei rausgekommen ist dann auch nicht. Wie jetzt hier sehen, also kaum Kills bis jetzt. Naja, meine Infanterie schicke ich jetzt vorwärts. Ich suche ja den Nahkampf eigentlich. Meine Infanterie ist ja stark genug. Und er schickt seine Bogenschütze schon vorwärts. Die werden einfach... Steinschleuder meine ich. Vorteil ist jetzt einfach, dass seine ganzen Fernkämpfer überall vertrieben, also verteilt sind. Dadurch habe ich jetzt einen enormen Fernkämpfer-Vorteil. Schalte diesen einen jetzt hier aus, da ich schon mehr als die Hälfte des Trupps verloren hat, gerade allein durch meine Bogenschützen. Was ziemlich, ziemlich ordentlich ist. Finde ich gut. Der Trupp hat hart gelitten. Dadurch habe ich jetzt eigentlich auch ein richtiges Überzahlverhältnis wieder von meinen Fernkämpfern, was ich voll ausnutzen kann, da ich das eher hier hin und her reitet. Auch eine gute Sache wegen der Beschäftigungstherapie. Mein General schicke ich jetzt hier in den Charge mit rein, das sollte sich die Tarantiner schnappen. Ich wollte eigentlich nur die Tarantiner schnappen, hab dann vergessen gehabt, scheiße, das ist ja noch Bürgerkavallerist oder kaum noch Speerträger dazu. Hab mich nicht gesehen, dass es Pikeniere sind. Schicke deswegen verzweifelt schnell die kolchischen Adeligen hier mit dazu, die jetzt hier gerade stehen. Die kommen gleich mit ran. Während die anderen noch im Nahkampfbefehl bekommen sollen. Wir sehen es ja hier und jetzt dachte ich mir, oh scheiße, ich brauche Support. Ah, jetzt sind sie ja schon da, hier. Meine östlichen Speere kommen da auch noch mit dazu, wir sehen es hier. Die sollten die Kavallerie ausschalten, mein General wollte ich noch rausretten.
aktiviert sie auch noch neue Aufstellung, damit er wieder fit ist, damit er rauskommen kann, ne, irgendwie. Die Bogenschützen schießen den Eintrupp Pikeniere schon mal tot. War gut so für mich eigentlich. Und schießen dann weiter auf Schlüsseleinheiten. Besonders die Kavallerie war ein großes Problem. Sie sehen es ja, die Lanzepais hier. 78 Mann stehen hier bereit und wollen sterben. Durch meine Hand natürlich. Wir sehen es ja, die Bogenschützen feuern jetzt halt hier konzentriert drauf. Da ich das jetzt hier alle den Eingriff für auf diesen Eintrupp haben und alle relativ dick gestaffelt sind, verklumpen jetzt gleich mehr. Und das ist nicht gut, denn dann schießen weniger Einheiten gleichzeitig, was, als sie eigentlich könnten. Und das möchte ich natürlich auch nicht. Jetzt schicke ich hier noch die Kolchischen Alien dazu. Die werden zwar gecharged von den Lanzepais, bringt allerdings nicht ganz so viel. Die halten, also generell halten Hardliga sowas sehr gut aus, auch wenn die jetzt hier im Anschluss ein paar Männer verloren haben, sehen wir, es sind nur 12 Mann gestorben, gar. Das ist wirklich relativ wenig. Und die Lanzepais, sowie der General, der jetzt hier auch noch mit drin ist, wurde dann relativ gut zurückgehalten. Die Turierspeere, die brauchen sowieso ein bisschen. Meine Fernkämpfer muss ich jetzt neu formieren, damit das ja besser klappt. Ich schicke jetzt meinen General dort auf die Lanzepais drauf, die wir jetzt, hier sehen können. Ich wollte nicht, dass er flieht. Hab deswegen Nahkampfschütze und schicke jetzt meine Bogenschützen da voll Leute drauf. Wie soll den Trupp ausschalten? Da fliegen auch schon die ersten Pfeile. Blöd ist natürlich, dass mein General jetzt mit drin steht. Das habe ich erst später gecheckt gehabt. Scheiße. Ah, fuck. Ich habe mir gerade meinen eigenen General gekillt. Kann man so sagen. Aber der Trupp Lanzepais dafür ist draufgegangen. Und das war es eigentlich auch schon wieder wert. Der Trupp ist fast tot, hat eine schlechte Moral. Der Trupp da hinten wird nochmal beschossen. Meine Briten Bogenschützer habe ich hier die Fernkämpfer reingejagt gehabt. Die sollten einfach nur vertreiben und beschäftigen. Hier hinten gewinnt meine Kavallerie gerade den Kampf. Die Burger Kavallerie ist vorhin noch meiner. Meinen Briten Bogenschütze hergeritten und hat die auch, glaube ich, ausgeschaltet hier. Ja, hat die ausgeschaltet. Nicht so schlimm, der Trupp ist beschäftigt gewesen, hat er jetzt komplett vergessen. Das passiert oft, wenn sowas gemacht wird. Und dadurch habe ich jetzt hier mehr Zeit, mehr Möglichkeiten und kann mein Feuer zum Beispiel jetzt wieder auf die Lanzepais konzentrieren und hier sehr regelruhig eigentlich alles ausschalten. Jetzt wird der General gejagt von mir. Die östlichen Schwerkämpfer kommen dazu, meine Kavallerie kommt dazu. Der General, der ist jetzt mitten in mich reingeritten quasi. Und dann soll es auch ausgeschaltet werden. Und sämtliche Infanterie von ihm ist zu weit weg, um zu helfen. Und ich habe auch zu viele Speerkämpfer mit dabei. Die könnten im Notfall immer noch Eindruck abfangen. So dass sein General jetzt eigentlich quasi mir aufgeopfert ist. Meine Bogenschützen haben jetzt die Lanzepais beschossen und besiegt. Konzentrieren jetzt ihr Feuer auf die Obliden drüben. Deswegen ziehe ich gleich die Kolchischen Alien hier wieder raus. Denn sonst würde ich zu viel Eigenverluste erzeugen damit. Und das will ich natürlich auch nicht. Würde ich für die Feuer meinen Trupp zerstören. Deswegen ziehe ich den jetzt hier raus. Wir sehen es gerade. Der soll weg, meine Bogenschützen schießen dann konzentriert auf diese Obliden rauf. Ihr merkt es noch nicht so schnell. Und jetzt kommen auch die Pfeile und wir sehen, der Trupp wird dezimiert regelrecht. Also nur noch 130 Mann hat er jetzt. Schon unter 130 Mann und es geht so weiter. Die werden einfach zerschossen hier. Noch mehr weg, 100 Mann nur noch. Und noch 90 Mann, also... Jetzt hat er jetzt zwar noch einen Bogenschützen sich schnappen können, jetzt kommen meine Kolchischen Alien wieder zurück und der Kampf kann hier weitergehen und der Kampf ist mehr zu meinen Gunsten quasi durchgestrickt. Jetzt werden meine Bogenschützen gleich auf diese Pikeniere hier drüben draufschießen, die nämlich auch noch weg müssen. Jetzt hier gerade mein Kolchischen Alien in die Flanke fallen. Ich will das ja natürlich nicht und deswegen dürfen die auch noch sterben durch Beschuss. Meine Kavallerie, die jetzt hier noch übrig geblieben ist, ist wirklich die letzte Einheit, die ich noch einsetzen kann. Die setzt sich einfach nur ein, um die Fernkämpfer jetzt hier aufzureiben, versucht auch weitestgehend den Stress rauszuhalten. Die muss da nicht mitkämpfen. Hier drüben die Pikeniere, die werden jetzt immer wieder umzingelt von meinen östlichen Speerkämpfern und meinen kolchischen Adligen. Die ziehe ich jetzt allerdings wieder zurück. Es war nicht mehr der Notwendig, gegen die zu kämpfen hier. Aber alles in allem läuft eigentlich alles wirklich ganz gut. Die kolchischen Adligen hier drüben räumen super auf. Und hier drüben die rotischen Steinschirrer, die werden auch schön zertrieben, zerschlagen. Jetzt kommt hier nochmal ein Trupp Kavallerie wieder, der natürlich noch ziemlich vollzählig ist. Das ist ein ganz schönes Problem für mich, aber okay. Meine Bogenschützen schießen jetzt hier weiter auf die Pikeniere und zerschießen die damit auch. Wir sehen es. Die verrecken jetzt hier eigentlich endgültig. Der Trupp ist tot. Und das Feuer wird jetzt immer noch mal auf andere Truppen hier mit konzentriert, die sich damit drum kümmern dürfen. Wir sehen jetzt hier nochmal die Turierspeere. Die werden jetzt hier gerade schön hart beschossen. Was auch sehr gut ist. Oh ja. Jetzt wird hier drüben der Trupp Bürgerkavallerie nochmal beschossen. Auch da fliegen nochmal, fallen nochmal ein paar Männer. Dadurch, dass hier die kolchischen Alien stehen, dreht der Trupp natürlich nochmal um. Bekommt jetzt nochmal ein paar mehr Salven rein. Das ist halt ziemlich zu meinen Gunsten gelaufen dann, dass die kolchischen Alien hier die Lücke füllen konnten. Dadurch konnte er die Bürgerkavallerie nicht durchschicken. Muss den Beschuss jetzt hier erstmal hinnehmen. Der Trupp ist quasi, ohne weiter produktiv zu werden, jetzt ziemlich hart beschossen worden. Geht jetzt hier noch die kolchischen Alien rauf, aber ist nicht weiter schlimm. Denn der Beschuss geht immer noch weiter auf die Bürgerkavallerie. Jetzt kommt hier drüben nochmal eine Kavallerie dazu, die hier unterstützen soll. Die kolchischen Alien halten es sogar erstaunlichweise gut durch. Finde ich auch cool. Hier hat der Trupp sogar jetzt die Piken noch besiegt, kommt zum Support dazu. Und die Bürgerkavallerie wird jetzt hier abgezogen, um die Bogenschützen sich zu schnappen. Lief nicht ganz so gut. In meinem Bogenschützen gehört ihr Feuer wieder kurz zu gehen auf die Kavallerie und meine Kavallerie folgt seiner noch immer. Und wir sehen, der Trupp wird hier einfach zerschossen.
Der hat nicht wirklich viel killen können mehr. Auch hier drüben der Angriff in die Kolchischen Ali hat nichts mehr gebracht. Und somit ist eigentlich die Schlacht gewonnen. Wir sehen ja schon, von ihm bleibt nicht mehr viel übrig. Nur noch lauter Fetzen, die übrig geblieben sind. Der Großteil ist tot. Und der Rest wird eigentlich auch noch entschieden. Meine Bogenschützen machen die Kills bis zum geht nicht mehr. Die Munition ist bei den Truppen jetzt hier leider weg. Aber ansonsten machen die ja wirklich Kills bis zum Abwinken. Wir sehen es ja hier. Jetzt wird der nächste Trupp Turierspeere zerschossen. Danach geht es auf den dahinter nochmal. Also, aber ich will keine Sorgen machen. Die räumen hier wirklich ab. Auch hier hinten, die Hobliten von mir gewinnen noch weiter den Kampf gegen die feindlichen Hobliten. Und hier hinten gewinnen meine Hobliten auch den Kampf gegen die Turierspeere. Also, das ist wirklich alles ziemlich eindeutig. Jetzt zum Schluss natürlich. Und es macht auch Spaß mal mit den Kolchen. Also mit Kolchen zu spielen, weil die wirklich knifflig sind. Das ist eine richtige Herausforderung, weil die halt nicht so die perfekten Einheiten haben. Aber man kann einige lustige Kombinationen spielen. Und auch schön zu sehen, dass das Chimera-Bild hier mit den Kolchen funktioniert. Das hat mir wirklich gefallen. Und wenn wir uns jetzt die Statistik anschauen, sehen wir, dass die kolchischen Adligen wirklich ordentlich gekillt haben. 198, 145, 109, 101, 68, 64. Und die östlichen Speerkämpfer, die Infanterie hat abgeräumt, die Bogenschützen haben abgeräumt. Die Briten und Bogenschützen waren eine Enttäuschung. Und mein General natürlich auch, aber die Adelsburg-Kavallerie hat nochmal ziemlich abgeräumt. Und bei ihm halt, ja, die Kavallerie hat ein bisschen abräumen können, die Steinschütter haben auch ein paar Kills gemacht. Und ein paar Piken, weil ich da ein bisschen gepennt habe, der Rest der Infanterie war nicht weiter nützlich. Ich hoffe, euch hat die Online-Schlacht heute gefallen und falls ihr Interesse an mehr habt, dann schaut doch mal vorbei auf meinem Kanal. Immer montags bis Donnerstag 16 Uhr kommen neue Online-Schlachten und falls ihr was Neues dazu lernen wollt, dann kann ich euch nur meine Nations Guides empfehlen, die immer samstags und sonntags um 16 Uhr kommen und da könnt ihr auch mal ruhig jetzt draufklicken, die sind immerhin in der Endcard vertreten. Ich würde mich auch sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen, falls euch dieses Video gefallen hat, damit ich weiß, was euch gefällt. Kommentare sind mir wichtig, denn ich möchte meine Videos verbessern. Das geht nur, wenn ihr mir sagt, was euch nicht gefällt, also rein damit. Und Livestreams auf Twitch mache ich auch immer montags um 19.30 Uhr. Total War Arena oder auch andere Total War Teile. Also mal reinschauen, dann können wir zusammen ein bisschen daddeln. Facebook und Twitter habe ich auch. Und die NSA schaut da gelegentlich rein, um mein Privatleben ein bisschen abzuchecken. Das könnt ihr auch tun, also sehen wir uns vielleicht da. Ciao, bis zum nächsten Mal.